Zumindest am Samstag wird es mal für viele länger anhaltenden Regen geben. Dann allerdings wird es auch wieder ein bisschen freundlicher. Herzlichen Dank, Karim Joska. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Wetter im Ersten. Und das ist wieder ein spannendes. Wir gucken gleich mal auf den Radarfilm und Sie sehen verschiedene Signale zunächst im Süden. Jetzt müssen Sie vor allen Dingen nach Baden-Württemberg gucken. Und hier gab es, wenn Sie ganz genau mit dem Auge hinschauen, gelbe, rote Signale, sehr intensive Gewitter. Baden-Baden, dort ist eine Windböe mit 98 Kilometer pro Stunde festgestellt worden. Und dabei wurden dann laut Feuerwehr auch Dächer abgedeckt und es war auch so, dass Bäume umgestürzt sind. Und dann haben wir noch eine weitere Meldung bekommen, vielmehr die Kollegen der Unwetterzentrale, mutmaßlich ein Tornado bei Neuenburg-Arnbach. Und dort wurde uns das hier auch berichtet und ich möchte Ihnen das kurz mal vorlesen. Er, also der mutmaßliche Tornado, hat im Ortskern mehrere Dächer abgedeckt und große Teile durch die Luft zuerst im Kreis von unten nach oben hochgewirbelt, schätzungsweise 100 Meter hoch und dann Richtung Nordwest davongetrieben. Also spannendes Wetter. Ereignis und es wird jetzt natürlich im Nachgang verfolgt, ob es denn wirklich ein Tornado gewesen ist. Wir schauen auf unseren Strömungsfilm. Was Sie sehen, ist, der Ostwind stemmt sich hier im Norden gegen die Front, die uns langsam aus Westen erreicht. Sie sehen, die Pfeile wechseln die Richtung und damit setzt sich die Front in Bewegung. Und auch im sehr trockenen Osten kommt dann in Richtung Sonnabend hier Regen an. Lang ersehnt ist er dort teilweise. In der kommenden Nacht ist es teilweise klar, hier im Osten, im